Hallo, meine lieben Freunde. Willkommen zu der nächsten Folge. Es ist heute Samstag. Und ja, also für mich nicht. Aber es ist halt Samstag. Öffnet Basisbildschirm. Okay. Fröhlich, Sippy, minimales Risiko, aktive Effekte 6. Schwierigkeit, Standard. Gemeinschaft, ja, sie ist auch schon ein bisschen. Lager. Campingtoilette im Nordosten. Ich denke mal, ich gehe mal in diese Richtung. Tür zu. Und sie hat auch ein bisschen Ausdauer. Und dann gehen wir da mal in die knapp 180 Meter Entfernung. Und dann schauen wir da mal, was uns da noch so erwartet. Ja, ihr Cardio wird auch ein bisschen besser jetzt. Ich krieg keine Luft mehr. So, ein bisschen Ausdauer. So. Falls ihr noch irgendwelche Tipps habt oder Spiele habt, die ihr sehen wollt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich bin für alles offen. Und dann gucke ich auch mal, was sich da machen lässt. In dem Auto ist noch was. Ich mache jetzt Schnellsuche. Ein paar Patronen. Sieht auch noch ein paar Sachen. Öffnen. Ja, hier sind zwei Sachen, potenzielle. Oh, die Bewohner brauchen immer noch deine Hilfe. Auf deine Kartenbildschirm erfährst du. 22er Patronen. Blendgranate. Handgeschriebener Brief, ey. Toolkit, Face, damit kannst du einen Links reparieren. Die Seuchenprobe brauchen wir alles nicht. Ich habe ein Autokit, Digga. Die brauchen wir aber. Nehme ich lieber mit als diesen komischen handgeschriebenen Brief hier. Okay, die haben wir schon mal fertig gelootet. Dann ist hier vorne eine Campingtoilette. Ich weiß nicht, ob ich den hier irgendwie. Uah. Ein Molotow-Cocktail. Okay. Hier ist noch einer. Ja, Medizin, glaube ich. Medizin, ja. Dann gucke ich in die andere nochmal rein. Hier unten. Behälter für Chemikalien. Oh, oh, oh. Ich glaube, ich könnte das Toolkit mal benutzen oder so. Für das Auto oder so. Um das Auto zu reparieren. Wie mache ich das denn? Keine Ahnung, wie ich das benutzen tue. Hier vorne war noch so ein altes, noch so ein Lager. Und dann gehen wir gleich erstmal wieder nach Hause. Also bei dem Lager ist fast so ein Ding hier. Beim alten Lager, da ist nur ein Dings hier. Flasche mit Schmerzmitteln.
Jetzt sind wir wieder über 200 Meter gelaufen. Und ich bringe erstmal wieder ein paar Sachen nach Hause. Und der Rote läuft mir auch hinterher. So. Und Kopf ab. Beim Toolkit muss ich nochmal gucken, wie ich das benutzen tue. Von wo kommt der jetzt? Von da. So, ich glaube, am meisten Einfluss kann ich das irgendwo sehen. Die Basis. Nee, kann ich leider irgendwo. Ich weiß leider nicht, wie viel Einfluss ich habe. Auf jeden Fall sollen wir unterwegs sein. Komm. Lauf, 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 lauf. Kann ich für das Auto ein Reparaturkit, dieses Reparaturkit benutzen? So, dann haben wir hier nochmal Medikamente. Dreimal Medikamente einge. Dann haben wir hier, guck mal hier. Dafür haben wir die. Was brauchst du? 9 mm, die hier. Guck mal, die können das heraus, die können raus, die können raus. Okay, warte mal. So. Ich würde gerne den. Wenn schwer beschädigte Autos gehen. Hier ist sogar noch was. Naja, hier ist es sowieso nicht so richtiges in der Nähe. Ich würde gerne damit interagieren. In meinem Rucksack. Abwechseln. Toolkit nehmen. Ja. Interagieren muss ich irgendwie damit. Ah. Okay, ich dachte das. Aber dann ist der ja schon doch schon relativ fit hier wieder. Ich dachte, das geht vielleicht bei Autos, die. Okay. Okay. Hoch. Hallo? Bist du? Abby? Hast du Lisa? Hey. Abby. Ach, nee, eigentlich. Wir nehmen mal hier noch die versiegelten Schließfächer an. Komm. Mach die Tür zu. Kommst du? Hä, ich hab doch. Hatte ich nicht? Hatte ich nicht 12 9 mm Patronen mit? Dachte ich hätte welche mitgehabt. Naja, egal. Dann gehen wir die beiden Dinger noch looten und dann ist die Folge wahrscheinlich auch schon wieder vorbei. Ja.
Hier unten haben wir was. Oh, pass auf. Wow. Ja, alles gut, Abby. Oh, ja. Die Leute mal hier fertig machen. Warum hilft die nicht? Helft doch. Aber wo ist jetzt dieses versiegelte Schließfach? Ist irgendwo eine Seitentür oder so? Ich habe hier nichts gesehen. Hier vielleicht? Oh, hier ist eine ganze Horde. Guck dir das an. Kommt her. Los, Abby. Komm. Wir müssen jetzt fertig machen hier. Wir müssen jetzt die ganze Horde fertig machen. Je mehr die Horden weg sind, desto besser ist das. Oh, cool, ich bin vielleicht 4 Stunden online und seitdem nehme ich gefühlt nur auf. Schließ was? Aber das ist die zerstörte Mittel. Fahrradgenerator, okay. Noch ein Toolkit. Hier ist nichts. Ey, war hier nicht noch irgendwo was? Oder waren das nur... Oder waren das hier nur... Ach, guck mal, hier ist noch ein Auto. 9mm Patronen. Jetzt habe ich auch endlich. Jetzt habe ich auch endlich Schutz. Schüsse. Wo komme ich denn da rein, Alter? Versiegeltes Schließfach. Sieht leer aus wie ein Bad, bevor hier alles zusammenbricht. Ja, okay. Ist hier noch irgendwas in der Nähe? Also, es müssen die Autos, die man heilen kann, müssen die so eine Garage, also müssen die so offen sein, oder... Also so, dass man das Toolkit da... Guck mal, wir gehen hier nochmal rein. Also der ist sicher. Aber hier war ich... Ach! Lol. Sogar ein roter. Lol. Okay, aber hier ist nichts, oder? Ne. Medikamentensammlung. Hier sind so viele Medikamente. Aber die bringen uns nichts, weil wir davon nichts aufsammeln können. Ne. Komm weiter, wir gehen hier noch rein. Wow. Ich bin direkt in den rein. Pass auf. Mach den fertig. Nichts Brauchbares drin. Nochmal Medikamente. So. Und da ist noch was drin gewesen. So, zack. Oh, Essen.
Lebensmittelsammlung. Was auch immer das war. Röhre mit Feuerwerk, okay. Außenposten im Anspruch? Nein. Aber hier muss noch irgendwo was sein. Weil irgendwo hier noch Medizin ist. Medikamentensammlung. Ich hab's aber so das Gefühl, hier ist noch irgendwo was. Ich weiß aber nicht wo. Na egal, wir öffnen jetzt die Tür hier und wir laufen jetzt wieder nach Hause. Okay, sprich mit Abby. Begleiter wegschicken. Ich denke mal, ich bin sogar vor ihr da. Ja. Okay. Ja, meine lieben Freunde, ich hoffe, euch diese Folge hat euch auch gefallen. Wir sehen uns in einer der nächsten Folgen. Ungefähr, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber demnächst auf jeden Fall. Und ja. Ich hoffe, ihr habt noch einen wunderschönen Tag. Wir sind auf jeden Fall vor ihr wieder da. Packen hier noch ein paar Sachen wieder rein. Die, was brauchen die? 9, ne? So, das machen wir dann auch alles hier rein. Mal sehen, vielleicht haben wir hier noch irgendwo eine 9 mm oder so. 9 mm Patronen haben wir hier noch. Okay. Dann hoffe ich, ne, lasst eine positive Bewertung da, lasst ein Like da und wir sehen uns in einer der nächsten Folgen von State of Decay 2. Haut rein und ciao.